So, hello, hello. Da bin ich wieder. Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe ja gesagt gehabt, ich esse nochmal ein Stück. Ist jetzt direkt wieder weggefahren, wo ich hier ankam. Toll, danke. Deswegen hat es kurz ein bisschen gedauert. Ich habe ein paar Waffeln gegessen. Ich habe noch welche hier. Oh, stimmt, wir könnten ja jetzt hier. Wie cool! Und das Ding, das bounced einfach die ganze Zeit hier so hin und her. Kann ich jetzt denn trotzdem auf hier draufhauen? Jo, das geht! Okay, das ist ja richtig cool. Ja, die werden dann so zusammengehalten. Okay, da. Oh, wie cool! Oh, wir haben nicht genug MP. Das ist actually nicht gut. Ein bisschen mehr auf dich draufhauen. Du bist auch neu als Gegner. Oh. No! Hör auf damit. So, haben wir. Okay, diese Glibberkugel, Kugel vor allem. Hier, der Chili-Würfel, der ist ja mega. Der zieht die Gegner halt auch noch so ein bisschen zusammen und hält die da drin. Das ist actually wirklich cool. Was, Ellie hat Waffen gegessen? Nein, nein, Waffeln. So, wir sind aber auch wieder voll. Beziehungsweise so voll, wie wir halt sein können, ne? Kommen hier rüber mit unserem Würfel, oder? Ja. Okay, cool. Dann gehen wir da rein. Yes, ich bin bereit. Auch wenn das eine Stufe über mir ist. Sind wir hier? Under the sea. Under the sea. Da, 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 da. Ah, da geht's hoch. Hier lang, hier rüber. Ist wie unter Wasser. Die ganzen Blubbelblasen und so. Das da kann man doch bestimmt irgendwie aktivieren, oder? Man konnte das stoppen, ja. Warte. Jetzt kann man dreimal halten. Und dann bleibst du da einmal. Geht das von alleine? Ja. Es geht von alleine auch irgendwann weg. Das hält dann nicht ewig. Oh, ist das cool!
Der hat noch überlebt, okay. Der Slime Cube ist ja OP. Der ist mega. Aber der frisst halt auch ordentlich Mana. Aber der ist richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Ob ich gehe erstmal hier gucken. Da ist eine. Da ist eine Kiste. Da hinten, okay. Holy. Ja, ja, der. Was war das? Der Glibberwürfel oder irgendwie so hieß das, ne? Nee, Gelee Cube. Gelee war das, nicht Glibber. Ja, war klar. So, was mit dir? Du spuckst es da lang wieder aus. Wenn. Meiß ich doch den da rein. Reicht das einmal? Okay. Das reicht, wenn es einmal kurz aktiviert ist. Perfekt. Oh, guck mal, hier auch die ganzen Muscheln. Ich finde das Spiel super. Bin so froh, dass ich das echt angefangen habe zu spielen und reingeschaut habe. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen traurig, wenn das Spiel zu Ende ist. Das dahin. Warum sollte ich das dahin leiten? Das ist ja dumm. Oder? Oh, der geht nicht. So, okay. Das geklappt, ich bin mir echt unsicher. So dreht man das, okay. Das reicht nicht. Weiß nur nicht, warum soll man den drehen? Warum sollte man das machen? Der war einfach nur zur Ablenkung da. Oder ich sehe es nicht. Und check nicht, was das von mir will. Hier kann ich doch aber bestimmt einen Cube draufsetzen. Nicht? Ah. Das funktioniert nicht. Ich dachte, ich kann ihn da kurz anhalten und dann
Dass er da wieder durchgeht. Halt er einfach ab? Nee. Der geht einfach ins Nirvana. Warte mal. Wenn ich hier den hinstelle. Und den so. Guck mal, dann prallt er nämlich doch ab. Cool. Cool, cool, cool. Ja, hier wird doch safe wieder gekämpft, ne? Ja. Das hat ihn auch getroffen. Ich lasse mich aber auch gerade die ganze Zeit immer treffen, ne? Na. Schön hier geblieben. Kann ich das eigentlich klein schneiden? Nein. Und geht das hier wieder zu? Ich. Das wäre so eine komische Statue. Kann ich hier eigentlich den machen? Ach komm! Jetzt wirklich? Es würde aber in der Theorie funktionieren. Okay, klar. Ja, Wegstein. Sachen irgendwie. Was soll ich denn hier machen? Jetzt bin ich verwirrt. Kann ich den Stein Glibber-Dingsi da runter machen? Ja, kann ich. Okay, gut. Nee, dann bin ich doch nicht verwirrt. Alles gut. Ich dachte, ich sei verwirrt. War ich aber nicht. Ach, schade, das geht da nicht durch. Breath of the Wild hat das mit dem Kryo-Modul. Stimmt, da wo dann Wasser war, konntest du es machen, ja. Stimmt, da ging sowas auch.
Was geht mit dem hier auch überall? Sehr, sehr cool. Ich mag das wirklich total gerne. Ja, ich würde den Heini da natürlich auch gerne kaputt hauen, ne? Der steht halt da einfach schon so. Ja, was haben wir denn da? Eine neue Klamotte. Ausrüstung. Schwerter sind alle schlechter als meins. Ah nein, die ist voller Glibber. Da müssen wir die erstmal von Glibber befreien. Dann wäre die, glaube ich, sogar besser. Die ist jetzt sogar eigentlich schon besser, lustigerweise. Weil die hat 3 Verbesserungen. Der Rest ist nämlich gleich. Die Verteidigung ist dieselbe, die wir gerade haben. Die magische Verteidigung ist dieselbe, die wir gerade haben. Nur die Verbesserungen. Da passen 3 rein. Aber die Verbesserung haben wir, glaube ich, sogar noch gar nicht. Wir haben nur die für Schwerter. Wenn ich mich richtig erinnere. Okay, dann haben wir denn doch nichts, was großartig besser ist. Eine, was freuen wir denn eigentlich noch von Glibber? Und sonst müssten wir uns, glaube ich, mal mit Hans... Wie ist der Hans? Nee, Klaus hieß der. Klaus. Der, Klaus. Müssen wir uns mal mit dem in Verbindung setzen, der vielleicht eine Ahnung hat. Aha. Lass uns erstmal hier kurz hoch. Das runter. Der wird nämlich so gedrückt. So, weiter. Pass auf, irgendwo in der hintersten Ecke schreibt Nintendo schon was am Patent Lawsuit für Fallgitter mit Block nach oben schieben. Durchkommen. Ah, oh. Quatsch. Oh, die drehen sich. Aha. Und den muss man aber auch gleichzeitig aktivieren. Nein. Oh Gott. So. Jetzt muss ich halt noch ein Stück umdrehen. Aufpassen, dass ich das andere nicht noch mit aktiviere aus Versehen. Ach komm, for real. Stückchen noch. Das reicht, glaube ich. Ja. Thank you.
Klaus. Boah, das ist aber eine tolle Rüstung, die du hast. Pass bloß auf. Ich glaube, ich klaus dir. Oh, wow. Oh, wow. Der ist schon bitter. Oh. Komm hier nicht rüber, ne? Hm. Da oben halt nicht drauf packen. Immer noch besser als die SpongeBob-Folge, in der Thaddäus sagt, er wird klaustrophobisch und SpongeBob Patrick sagt, das heißt, dass man Angst vom Santa Claus hat? Nee, die sagen, du hast denn Angst vor Leuten, die Klaus heißen? Dann machen sie die ganze Zeit Klaus, Klaus, Klaus. Santa Claus ist die englische Version. Die hatte ich gerade im Kopf. Ach so, nee, ich kenne nur die deutsche. Nicht geht. Kann man einfach so rüber? Ja. Perfekto. Dann machen wir das doch so. Oh. Kann man die so rüber? Nee. Das muss schon komplett auf der Plattform sein. Oh Gott, springe drauf, bitte, danke. So, das einmal dahin. For real jetzt? Ach Mann. Wie denn von hier aus? Nein. Oh, da wäre ja auch noch ein Schalter. Ich habe mich gerade selber umgebracht, weil ich da drauf stand. Was macht der Knopf da hinten eigentlich? Warte. Wir müssen nur so. Der macht dasselbe. Oh. Das wäre dann viel einfacher gegangen. Warum hast du nur denselben wie der andere Knopf? Ja, von mir aus nehme ich auch. Oh Gott. Das ist nicht gut, ne? Tschüss. So, je nachdem, wo man es aktiviert, fährt es halt auch in die Richtung. Ja, ich glaube, ich sollte die Dinger da erstmal ausmachen und dann durchfahren. Oh, oder? Actually. Actually habe ich eigentlich eine Idee, aber ich gehe mal ganz kurz gucken, was auf der anderen Seite ist. Eine Kiste.
wäre halt auch der richtige Weg. Ich habe eine Idee. Die deutsche Lokalisierung von SpongeBob ist echt wild. Die haben sich da echt Mühe gegeben. Aber oft ist es bei uns eher lustig, weil es dumm und random ist, weil sich der Pan nicht übersetzen lässt. Geister, Geister, Weißbrot. Ja, den finde ich auch total schlimm. Also es tut mir wirklich leid. Den finde ich wirklich grottig. Weil den habe ich als Kind nie verstanden. Ich habe nie verstanden, warum Weißbrot. Warum denn Geister, Geister, Weißbrot? Das war so... What? Bis ich mir das selber irgendwann mal übersetzt habe mit Ghost, Ghost, Toast. Und dann hat es Sinn ergeben. Aber als Kind, keine Ahnung. Also das war ganz, ganz merkwürdig. Ich kann hier, glaube ich, jetzt auch hoch. Bitte lass ihn funktionieren. Bitte mach mir mein Gelee nicht kaputt. Dankeschön. Oh nein, warum springt sie denn nochmal wieder 10 Kilometer? Hör doch auf, Luisa. Luisa. Ständig Ärger mit dir. Könnte natürlich auch, ja, weil sobald ich runterspringe, macht sie halt so einen Riesen-Move. Dann muss ich gucken, dass ich da irgendwie rumlaufen kann. Der erste Strahl kommt von da, dann bleibe ich nämlich hier stehen. Geht ja recht langsam zum Glück. Achso. Ja. So. Welcher Strahl kommt von wo? Der kommt von da. Oh, passt sogar. Genau richtig gestanden. Hier ist ein komisches Geräusch. Ich meine nicht die Frösche. Nee, keine Ahnung. Aber vorhin kam ich ja da auch so nicht rüber. Oh, da ist aber so ein Ding. Ist es das von der anderen Seite, wo wir waren? Wo ich das zugemacht hatte? Doch, da waren wir. Die Statue habe ich ja gesehen. Von gegenüber. Geht denn hier rein? Jetzt nur durch. Jetzt würde da auch noch weitergehen. Ich gehe da jetzt mal gucken. Aha. Oh nein.
ist nämlich eine Kiste. Mal ein bisschen durchgucken. Oh Gott, Luisa, bitte spring. Danke. Denn wenn sie springen, so springt sie nicht. Okay, da oben ist wieder ein Knopf. Das überhaupt hin haben. Bin ich. Aber ich wollte doch da eigentlich raufgehen. Damit. Fragt mich. Nein. Oh. Come on. Geht das hier eigentlich hoch? Nee. Ich darf hier drauf keinen Jelly Cube machen. Ich wollte nämlich gucken, ob ich da nicht einfach so rüber springen kann. Ich glaube, das funktioniert trotzdem. Okay. Wir haben nichts gesagt. Hat trotzdem funktioniert. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Aber das ist ja auch nicht mein Problem. Will ich denn, dass der hingeht? Schon darüber, ne? So, ich leg mich da mal hin. Morgen wieder normale Ausbildung. Muss ich um 5:30 raus. Oh Gott. Dann schlaf gut anonym. Ich weiß nicht, das fühlt sich nicht richtig an, was ich hier mache. Ja, den macht man dann da so hoch. Jetzt ist das auf. Die andere Frage ist, I guess das ist noch nicht richtig, weil da hinten ist auch noch ein Knopf, mit dem wir irgendwie ja wieder zurück müssen, glaube ich. Das ist jetzt doof. Nee, das sollte ich noch nicht machen.
Dann kommen wir hier einfach so hoch. Ja. Tun wir. Was macht der? Oh, der macht die Kiste runter. Oh Gott. Wenn das hochfährt, dann brauchen wir das hier nicht. Ich muss mir einen Rückweg bauen. Irgendwie. Dafür hätte der gedreht werden müssen. Ich hasse das, dass man nicht selber springen kann. Oh mein Gott. Jetzt bin ich halt wieder hier gelandet. Das ist wirklich, das ist das Einzige, was mich wirklich, wirklich extrem stört. Hallöchen Marco. Hallo, hallo. Weil ich deswegen schon so oft gestorben bin, einfach. Und hallöchen, Herr Willi F. Hallo, hallo. So. Sie springt halt immer so einen halben Kilometer und ich weiß nicht warum. Ja, das muss so rumstehen. Kann der nicht weg? Wo ich da hinten hin schon? Ne? Oh. Der hier hin? Vergesst immer, die wieder anzuhalten. Ich will die einfach immer nur einmal aktivieren, dann ist gut. Und manchmal klappt das mit den dreimal drücken nicht. Manchmal löst das auch einfach sofort wieder auf. Hm. Manchmal ist es komisch. Ja, oder sie schießt halt einfach sofort wieder einen neuen hoch. Ganz verstehen tue ich es halt auch nicht immer. Das hat aber gereicht. Und dann können wir von hier aus rüberlaufen. Oh, jetzt habe ich die Kiste da nicht aktiviert gehabt. Ja, mein Gott, jetzt ist es auch egal. Ich laufe jetzt wegen der Kiste, laufe ich jetzt nicht wieder zurück und drücke den Hebel da. Nee. Dass der das nicht gespeichert hat. Na gut. Auch jetzt egal. So. Ja, hier wird auf jeden Fall gekämpft.
Gott. Wow. Oh nein! Genau da, wo ich gerade reingerannt bin. Hör es jetzt auf. Gab es hier echt noch einen Wegstein? Ja, falls man halt nicht überlebt, dass man hier wieder spawnt. Okay. Dann einmal abstempeln. Gefängnisinsel. Ja. Dann wieder raus hier. Lang genug da drin gewesen. Njam, njam, Hallöchen, Dave. Na du? Ist aber heute schon spät, oder? Es ist 23 Uhr. Eieiei. Guten Morgen. So. Was machen wir denn heute Schönes? Theoretisch eigentlich wieder zum Kino, denn ich würde mit ihr hier, mit Thea gerne einmal rumhängen nochmal, damit ich endlich auch diese anderen Dinger machen kann. Also die anderen Truhen öffnen kann. Nervt halt voll. Hallo. Ich dachte, du wärst nur auf einem Tagesausflug hier gewesen. Nein, ich will alle 25 Dungeons abschließen. 26. Wir haben ja noch einen sehr außergewöhnlichen anderen Dungeon bekommen, dank der guten Thea. Cool. Tagestouristen sind nämlich die schlimmsten. Sie kommen in einem riesigen Bus daher, meistens mit einem eigenen Fremdenführer, natürlich bewaffnet. Dann knipsen sie ein paar Fotos in einem Dungeon und fahren weiter nach Hallstatt oder Salzburg oder was weiß ich wohin. Und Hinterberg sieht keinen Cent. Nee. Sie interessieren sich also gar nicht für die Orte, an die sie fahren. Es geht eher darum, dass sie unsere Straßen verstopfen und dann nicht einmal Geld da lassen. Solltest du nicht gerade beim Hot Yoga oder sowas in deinem Hotel sein? Hallo? Entschuldigung? Ist frech. Immer diese Jugendlichen. Bah. Ja, ich konnte super schlecht einschlafen. Irgendwann nach 13 Uhr erst. Oh, wow. Nach 13 Uhr erst, da war ich schon wieder wach. Wann bin ich aufgestanden? Um 12.30 Uhr oder so?
Da bin ich schon wieder aufgestanden. Meine Vertrautheit mit dem Dorf würde sich bestimmt erhöhen, wenn ich den Abend mit Thea und David verbringe. Ja. Die Vertrautheit mit dem Dorf ist mir ehrlich gesagt egal. Ich will mich nur mit Thea anfreunden. Die gibt mir, weiß nicht, einen coolen Schlüssel, dass ich die anderen Kisten aufmachen kann oder so. Einfach wirklich nur Eigennutz hier. Jugendliche, pfui. Ich habe heute noch nichts vor. Stört es euch, wenn ich bleibe? Wenn du das wirklich willst, nur zu. Was hat es eigentlich mit all diesen Baustellen auf sich? Sieht irgendwie verlassen aus. Was gefällt dir nicht? Ich finde sie entzückend. Willkommen in Hinterburg, das magische Alpenparadies. Finde sie eigentlich ganz charmant? Nee. Warum wurde sie aufgegeben? Welche Geschichte verbirgt sich dahinter? Hä? Bin interessiert das schon. Luisa will halt auf ihre Kosten kommen, David. Hinter der Fassade blicken, unser Dorf richtig erleben. Ungeschminkt und ungeschönt. Das hätte noch so ein riesiges Hotel werden sollen. Vor 3 Jahren hat irgendein ausländischer Baumogul dieses erstklassige Grundstück aufgekauft. Wollte sich ein Stück vom Abenteurerkuchen abschneiden und so. Ungefähr ein halbes Jahr lang hatten wir von morgens bis abends fürchterlichen Baulärm, bis er eines Tages plötzlich weg war. Seitdem völlige Funkstille von dem Heini. Der ist wie vom Erdboden verschwunden. Tot, umgebracht, von der Bürgermeisterin. Ganz einfach. Jetzt steht die Ruine einfach hier so rum. Kann ich hier was anderes das Hotel fertigstellen? Mysteriös. Na, auf jeden Fall mysteriös. Das klingt ja echt rätselhaft. Eigentlich nicht. Solche Spaßvögel tauchen hier ständig auf. Es gab schon Initiativen, ihn zu enteignen und das Land zurückzugewinnen. Aber Bürgermeisterin Wagner lässt sich damit ganz schön Zeit. Beim Deal ist bestimmt was für sie herausgesprungen. Bestimmt. Hey, red nicht so über Karin. Sie tut, was sie kann. Oh nein, ist das deine Mutter? Davids Familie ist richtig eng mit den ganzen Bonzen hier verbandelt, musst du wissen. Oh nein. Ich habe aber immer noch meinen eigenen Kopf. Klar, du teilst nur ganz zufällig all ihre turbokapitalistischen Ansichten. Ja, das ist nicht fair. Der hat wahrscheinlich recht, was die Bürgermeisterin angeht. Halt mir da raus. Der ist nicht mein Bier. Wie jetzt? Willst du bloß da rumsitzen und es beim Streiten zuschauen? Ich mische mich bei eurem Streit nicht ein. Wirklich, ich muss mich einmischen. Boah, frech. Ja, dann gebe ich Thea recht, weil ich will mich gar mit Thea anfreunden. Also schleimen wir uns ein bisschen bei ihr an. Gott. Würde die Bürgermeisterin das Grundstück wirklich zurückhaben wollen und die Bauarbeiten fertigstellen wollen, wäre sie rechtlich dazu bestimmt in der Lage. Thea hat recht, an der Sache ist was faul. Siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Die Städterin kennt sich bestens aus. Sie ist irgendwie cool, findest du nicht? Oh Gott, anonym wird einfach alles durchgeklickt. Nicht anonym, Yellow. Ich habe gerade das letzte war neues Zitat und das war von anonym, deswegen war ich gerade so anonym. Ich habe anonym gerade gelesen, aber ich meinte eigentlich Yellow. Yellow, einfach alles einmal durchgedrückt. Trinken. Trinken ist aber eine fantastische Idee. Das mache ich. Prost. So. Wollen wir ihr den Schlüssel geben, den ich gefunden habe? Wir benutzen ihn eh nie. Ja! Ja, gib mir den Schlüssel.
Na gut. Hey, steht darin. Du bist in Ordnung. Hier, ein Zeichen der Anerkennung unserer unweigerlich nur äußerst kurzen Bekanntschaft. Möge dir dieser Schlüssel bei deiner Mission behilflich sein und so weiter, bla bla bla. Die Beziehung zu Thea hat sich verbessert. Ihr seid jetzt Bekannte. Ja, endlich. Anonym, hier gibt's keinen Vergleich. Falscher Chat. So. Vertrautheit schon auf 200. Nice. Genau, wir sollten schlafen und das machen wir gleich. Aber erst eine kurze Pause. Es gibt auch weder Döner noch Hose hier. Wir haben hier keine Hosen. Ja. Aber ich bin gleich wieder da. Bis gleich.